Hallo zusammen, mein Name ist Tanja Mang. Herzlich willkommen bei meinem Live-Talk am Mittwoch zu den Themen Resilienz, Kraft und Energie. Und bei mir heute zu Gast ist Dennis Philipsen. Vielen Dank, dass du da bist, Dennis. Jetzt darfst du dich natürlich auch einmal kurz vorstellen. Hallo Tanja, ja, schön hier zu sein und mit dir heute mal ein paar wichtige Themen durchzugehen, gerade im Bereich der Social Media und der Sichtbarkeit und was es da halt eben ja auch für Tücken mit sich zieht. Ja, ganz genau. Das Thema ist ja Hate, also Hass im Business oder Hass auch auf Social Media. Und als ich das Thema halt gepostet habe, das war eigentlich ganz interessant. Da kamen wirklich auch schon Kommentare wie, ja, so ein wichtiges Thema. Und also ist es ja ein wichtiges Thema, muss man so sagen. Was ich natürlich schon merke, ich weiß nicht, das wirst du wahrscheinlich auch so sehen, sage ich jetzt mal, ist natürlich, dass auf Social Media diese bösen Kommentare sehr viel leichter sind, als würde ich jetzt dir sagen, ich finde dich irgendwie doof. Ja, das wird natürlich irgendwie, sage ich mal, wäre das jetzt, also nicht, dass ich jetzt doof finde, aber als Beispiel, ich muss noch mal ganz kurz hier halt da WhatsApp wegschalten, weil sonst klingt es dauernd. Dann ist es natürlich sehr viel schwieriger, als wenn ich jetzt das irgendwo schreibe und vielleicht noch einen anonymen Namen habe. Korrekt, ja, also wie du das gerade schon so schön gesagt hast, ne, diese Internet-Rambos, ja, die dann da draußen rumlaufen, die ja, meines Erachtens nicht viel zu tun haben den ganzen Tag und vielleicht einfach mal so ein paar lustige Kommentare, die sie halt eben lustig finden oder wo sie halt eben eine Meinung haben, die vertreten wollen. Ja, es ist, man darf das ja auch, ne? Also dafür ist das ja da. Man möchte ja Meinungen teilen, man möchte ja miteinander sich über ein Thema unterhalten, aber Leute, bitte, ja. Was nutzt es mir, als Schnucki Hasi 53 zu sein und da ein bisschen härter auf die Kacke zu hauen, ja? da einfach mal nur so ein Kommentar vielleicht stehen zu lassen und nach der zweiten Diskussion, die ich relativiert habe, ja, auch vielleicht mit einer Beleidigung um die Ecke zu kommen. Ja, ich finde ja auch so interessant. Ich habe mal irgendwann also ich habe tatsächlich Hater noch nicht gehabt. Also, das muss ich ganz klar sagen. Man kommt vielleicht noch, ne? Man weiß es ja nicht. Aber ich hatte schon auch einen Beitrag, wo dann jemand geschrieben hat: Naja, das interessiert jetzt ja die Menschheit so, als würde in China irgendwie ein Sack mit Ding umfallen. Ne? Also halt damit Reis. So. Und ich denke mir, wenn mich ein Beitrag nicht interessiert, dann scroll ich drüber. Also, das ist jetzt nichts, wo ich dann irgendwie sage, boah, der Beitrag, den finde ich jetzt doof oder es interessiert mich jetzt irgendwie ein Scheiß. Weil ich mir denke, wenn es mich nicht interessiert, kann es ja sein, dass es irgendwen anders interessiert. Und ich verschwende gar nicht meine Lebenszeit damit, im Netz nach Beiträgen zu gucken, die ich doof finde und den Leuten das dann mitzuteilen. Also ich weiß immer nicht, haben die sonst keine Probleme? Also, na, wenn ich jetzt eine Meinung habe, also wenn jetzt einer sagt, was weiß ich, mal der Himmel ist grün, dann würde ich vielleicht sagen, na ja, also ich vertrete irgendwie die Meinung, dass der Himmel blau ist. Also jetzt mal als Beispiel, ja, dann kann man da vielleicht sachlich oder ganz normal drüber sprechen. Das ist ja in Ordnung. Aber nur um zu sagen, ich finde jetzt den Beitrag irgendwie blöd oder mir gefällt das Foto nicht oder ich finde deinen Text langweilig oder I don't know. Wie gesagt, ich schaue mir solche Beiträge nicht an, also die mir nicht gefallen, da scroll ich drüber. Ja, aber das liegt auch wahrscheinlich daran, dass dir deine Lebenszeit wahrscheinlich auch einfach viel zu wichtig ist, um solche Sachen dir durchzulesen, und da halt eben auch einen Kommentar abzulassen. Ist natürlich wahrscheinlich auch mit einer der Gründe, ja, ja, dass einem einfach langweilig ist oder dass jemand daran einfach nur einen Gefallen hat, andere zu ärgern. Ja, wie ich ja schon geschrieben habe, ich habe es jetzt bei Tobias Beck, ich weiß, dass uns der Hermann Scherer das ja auch halt gesagt hat. Also Biene Maja und Imhal Pumuckl haben ja auch Hater, ne? Also das muss man sich ja echt halt da mal vorstellen, dass sich Leute da auch echauffieren, weil die Biene zu dünn oder der Pumuckl zu dick oder keine Ahnung, also die sich ja da völlig auslassen können, wo ich mir denke, das ist eine Zeichentrickfigur. Und ich finde, es gibt auch so Zeichentrickfiguren, wo ich mir jetzt denke, oh Gott, nee, ja. Aber da würde ich jetzt nicht einen Hasskommentar schreiben, weil die existieren ja noch nicht mal. Also das ist ja völliger Schwachsinn. Ja, für uns ist das völliger Schwachsinn, für andere ist das halt eben eine Art der Belustigung. Ja, es gibt auch Leute, die haben wahrscheinlich niemandem, denen sie was erzählen können. Ja? Also es gibt ja auch eine traurige Seite davon. Ne? Es gibt ja nicht immer nur die Leute, die sich daran belustigen, sich daran ergötzen, anderen irgendwie Schaden zuzufügen, sondern es gibt ja auch Leidwesen hinter solchen
Kommentaren Menschen, die wahrscheinlich auch keinen anderen haben, denen sie das mehr erzählen können. Ja, die den ganzen Tag für sich alleine sind, sich Meinungen aus dem Internet bilden, weil sie auch keinen Fuß mehr vor die Tür setzen. Und aber das weiß man ja im Vorfeld ja gar nicht. Ne? Aber man ist halt erbost darüber, erstmal so einen Kommentar bekommen zu haben. Aber ich glaube, dahinter sind auch ganz viele Leidwesen, sage ich jetzt mal, die einfach nur eine Art der Kommunikation nach außen suchen. Also quasi, sage ich mal, so wie, also jetzt ist es vielleicht blöd, also jetzt der Vergleich, aber der mir jetzt gerade einfällt, ist so das Kind, das im Grunde so für sich halt ganz alleine ist und die Eltern sind irgendwie ständig weiß der Geier und das dann eigentlich so mit Negativverhalten auf einmal fällt, um überhaupt aufzufallen. Also sowas in der, so quasi, meinst du? Ja, korrekt. Mhm. Ja, und dann liegt es natürlich auch bei uns selbst, wenn wir halt eben so einen Kommentar bekommen. Wir können so einen Kommentar natürlich auch wieder so pushen, ja, dass sich halt eben noch Leute finden lassen, die damit auf den Zug drauf aufsteigen. Oder dass halt eben bei dem Gegenüber, der diesen Kommentar losgelassen hat, einfach dann die nächste Zündschnur gezogen wird. Mhm. Ja. Und das ist ja immer so die Kunst. Ne? Lass ich das Biene-Maja-Kommentar sein? Oder mache ich da halt eben mehr draus? Wenn ich mehr draus mache, kann es halt eben sein, dass ich halt eben meine komplette Kommentarliste unter meinem Post beispielsweise als einen riesen Shitstorm entwickelt. Ja. Ich weiß nicht. Also mal dazu fallen mir jetzt mal, sagen wir mal, so zwei Sachen ein. Also einmal dann natürlich, dass man da das bestimmt steuern kann, so wie du sagst, ne, dass ich überlege, was antworte ich oder wie reagiere ich da jetzt drauf. Und trotzdem dürfen wir nicht vergessen, wir sind Menschen. Ne? Also es kann natürlich auch sein, dass ich es gut meine und trotzdem verkehrt reagiere, sage ich jetzt mal, auf das, was jetzt kommt, und dann wirklich so einen Shitstorm loslöse. Auch das, denke ich, darf mal sein. Es ist natürlich jetzt nicht schön. Ne? Ich denke, wer will das schon gerne? Aber auch da, denke ich, darf man so ein bisschen gnädig mit sich sein. Und ich finde auch immer spannend, es gibt ja so Menschen, die ein sehr kontroverses Thema posten und dazu Stellung halt da beziehen, ist ja in Ordnung, und dann völlig entgeistert sind, wenn Gegenargumente kommen. Ja. Und ich immer dann denke, also meine Kinder, wenn ihr da so ein Thema in den Raum schmeißt, also wo wirklich zwei ganz extreme Lager existieren, also ich nehme jetzt mal als, ich trete jetzt hier keinen Shitstorm los, aber ich nehme jetzt mal das Beispiel Corona. Ja, also da gab es ja wirklich so ganz extreme Lager, die wahrscheinlich zum Teil immer noch existieren. Und wenn ich da natürlich jetzt die Meinung A ganz klar vertrete, dann kann es natürlich sein, dass die jetzt mit Meinung B unterwegs sind, da ganz fleißig gegen argumentieren. Und das muss mir einfach klar sein. Also das ist jetzt nichts, was ich unbedingt halt verhindern muss, aber es muss mir klar sein, wenn ich eine Stellung habe, können halt einfach Menschen da sein, die das anders sehen. Ja, definitiv. Es gibt ja Branchen, die sind ja prädestiniert auch dafür, einen Shitstorm zu bekommen. Ja, stell dich mal als Fitness-Influencer vor, ja, und du hast ein Gramm Fett an dir. Mhm. Ja? Dann schreiben dir schon die ersten, wie unglaubwürdig du bist. Ja, oder von dir nehme ich doch keine Tipps an, ne? Hast hier in deinem Video, hast du im Hintergrund eine Schokolade liegen oder sowas, ja? Also, ja, einfach irgendwie ja. So eine falsche Gewichtung dann, dass das dir auch da genommen wird, ja? Ja. Aber das ist eigentlich ein super Thema, weil mir hat mal jemand gesagt, ich habe mal ein Video halt gepostet, dass ich auch manchmal tatsächlich Stress habe und zum Beispiel auch manchmal wirklich noch darauf achten darf, dass ich auch wirklich halt mal Pausen einhalte. Also auch wenn ich jetzt, na, wenn ich da jetzt auch auf die falsche Seite gehe. Aber das ist ja so. Also auch wenn ich Stresstrainer bin, deswegen ist es ja nicht so, dass ich nie Stress habe. Ich kann nur mittlerweile gut damit umgehen. Ja, aber natürlich gibt es auch mal Momente, wo es nicht so gut klappt. Und ich finde das ja krass, weil ich kenne auch eine Fitnesstrainerin tatsächlich, die ja da total den Shitstorm abgekriegt hat. Und ich mir dann denke, natürlich, also wenn jetzt ein Fitnesstrainer 200 Kilo auf die Waage bringt und 1,70 Meter groß ist, dann würde ich mir auch denken, wenn der mir jetzt was über Abnehmen sagen möchte, wieso klappt es bei ihm nicht? Ne? Also das ist natürlich schon irgendwie so eine Geschichte, wenn ich jetzt hier da so vor der Kamera rumhampeln würde und würde sagen, ich bin übrigens Stresstrainer, würde auch jeder sagen, üb erst mal an dir, ne? Und dann schauen wir weiter. Aber trotzdem darf man ja Mensch sein. Aber interessant, gell, dass da
wenn du einen Schritt auf die falsche Seite setzt, dann ist gleich, bist du gleich unglaubwürdig. Ja, das stimmt. Ja, genau. Ja, also diese Unglaubwürdigkeit, die wird einem natürlich dann auch direkt hops genommen. Ja, das ist ja auch beim Fußball ja so, ne? Also wenn du da einmal sagst, ich bleibe meinem Verein treu, sehe jetzt das aktuelle Beispiel Kolo Muani, ja, und dann macht das doch nicht, geht dann doch zu Paris. Ja, ne, das sind dann direkt Aspekte, da wird natürlich dann ein 24-Jähriger in Fra Frankfurt, ja, am liebsten auf den Scheiterhaufen gelegt, ja. Ich meine, es ist sowieso ein sehr liebiges Geschäft, Fußball, ja. Da gibt es ja auch im Amateurbereich, ne, gibt es 22 Feldspieler und halt eben nochmal 40 Trainer an der Seitenlinie. Ja, Und dann kriegst du immer nie richtig. nee, klar, das stimmt, das stimmt. Ja, ich finde ja auch, als wir oder als du mir auch so gesagt hast, um was es dir geht, also auch mit Hate, also halt mit Hatern und so, ne? Das ist ja, wie du auch schon mal gesagt oder mir dann geschrieben hast, hat ja auch viel mit Stress zu tun. Das ist ja dann so mein Angriffspunkt. Und ich glaube, es gibt auch viele Menschen, die nicht in die Sichtbarkeit gehen, weil sie Angst haben, ne? Weil sie Angst haben, dass sie eben halt bewertet werden, dass sie Angst haben, dass es nicht gut genug ist. Was hast du da so für halt Erfahrungen? Weil ich sage mal, du bist da ja sehr weitläufig unterwegs im Bereich Social Media. Absolut, ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du da nennst. Wenn ich in die Sichtbarkeit gehe und ich zeige mich halt eben das erste Mal vor Menschen, dann passiert das auch automatisch, dass man halt eben in so eine Art Wertung reinkommt. Entweder hat man halt ganz viel Glück oder es ist halt vielen Leuten egal, was ich halt eben dann da mache. Aber sobald halt eben irgendwo auch Erfolg mit einspielt, ja, dann wird es das erste Mal kritisch. Weil dann zeigt man nämlich nach außen hin, ey, der ist mit seiner Scheiße, ja, die er da macht, ist er nachher noch erfolgreich. Was für mich dann natürlich eine Kraftquelle ist, weil das, was ich mache, hat Erfolg, also mache ich es weiter. Und für andere ist das dann auch ein Stück weit auch Neid, der dann da mit reinspielt. Ne? Und dieser Neid, der führt nachher auch zum Hass. Und das ist ganz wichtig, einfach zu differenzieren. Ja? Sind das persönliche Probleme, die ich da auf Social Media mit jemandem austrage? Oder ist es halt eben wirklich ein Neid, der sich einfach in solchen Hasskommentaren nachher manifestiert und der sich halt auch natürlich nachher durchzieht, halt eben durch diese Social-Welt, sage ich jetzt mal. Ja, und ich denke mal, auch das möchte ich wirklich jedem mitgeben. Also ich bin jetzt ja auch kein Uralthase, muss man mal so sagen, ja. Aber was ich wirklich jedem mitgeben möchte, wenn du in Social Media sichtbar werden willst, das ist Übung. Also ich weiß noch, wo ich meinen ersten Beitrag geschrieben habe. Das ist so, ne? Wie reagieren jetzt da so die Tausende von Leuten? Ich meine, das wird ja nur an irgendwie wahrscheinlich fünf ausgespielt. Also es ist ja sowieso am Anfang alles sehr, sehr human, sage ich mal, ja. Oder auch wenn man dann das erste Video dreht und dann denkt man sich, oh Gott, bin ich richtig, also jetzt bei uns Frauen, bin ich richtig geschminkt, sitzen meine Haare schön, ja. Also auch so stimmt das Licht, ist der Text perfekt, habe ich mich versprochen. Also ich weiß noch die ersten Videos, ich habe keine Ahnung, wie oft ich die halt da gedreht habe. Dann geht man das erste Mal live und ich weiß auch, dass ich live gegangen bin und ich habe das sofort danach wieder raus. Halt da gelöscht, weil ich war nicht zufrieden, habe es dann nochmal neu wieder eingestellt, live, also ne, also habe es dann einfach nochmal versucht. Und jetzt gehe ich ja, sage ich mal, regelmäßig live und ich gehe tatsächlich mittlerweile lieber live, als dass ich ein Video drehe, weil ich muss das live nicht schneiden. Ne? Also ich gehe live und es ist gut. Und wenn ich mich versprochen habe, habe ich mich irgendwo versprochen, ich bin ein Mensch. Und das sehe ich mittlerweile total entspannt. Aber das erste Live war ein Desaster. Also ich hatte wirklich Herzrasen, sage ich jetzt mal. Ne? Ich hatte schweißnasse Hände. Mittlerweile, wenn ich auch jetzt jemand natürlich jetzt mit dabei habe und dann, ich hatte bis jetzt immer unheimlich nette Gäste mit dabei, dann finde ich, läuft es einfach so. Ne? Also das ist auch wirklich Übungssache. Das ist wirklich so eine Geschichte, ja, wo man hineinwachsen darf. Ja, hineinwachsen ist natürlich die eine Möglichkeit, ne, sein Herzrasen, seine Ängste, seine Sorgen loszulassen. Anders wäre es natürlich, wenn du jetzt im ersten Live natürlich jetzt jemanden direkt mit drinne hättest, der irgendwelche dummen Kommentare dann da einfach ablässt, ne? Und dann wäre das wahrscheinlich, sehr, sehr, sehr wahrscheinlich, dass dein zweites Live mit noch mehr Hemmungen vonstatten, wenn es, und es gibt auch Leute, die hätten auch dann fürs zweite Mal schon aufgegeben. Ja, Man muss das einfach stimmt. wirklich differenzieren können. Ja.
Ja, und aber auch da finde ich, es gehen ja wirklich einige auch so aufs Aussehen. Ja, und ich mir immer denke, wenn ich da jemanden habe, also wenn der natürlich jetzt ungepflegt und fern der Heimat und irgendwie, wo ich mir denke, wow, ja, duschen wäre mal so eine Alternative, würde ich jetzt auch keinen Kommentar schreiben, ne? Aber ich gucke ja nicht, ob das alles Models sind. Also mal ganz ehrlich, also erstens, ich bin jetzt auch keins. Also, ne? Und dann denke ich mir mal, Leute, bleibt mal geschmeidig. Also was man alles können sollte, wenn man vor die Kamera tritt oder haben sollte oder eben auch nicht, wo ich mir immer denke, also darauf kommt es doch nicht an, wenn ich einen tollen Video sehe. Und das ist jemand, der jetzt, sage ich mal, hässlich ist wie die Nacht finster, aber der Beitrag ist perfekt oder also spricht mich an, also von daher halt für mich einfach super, dann spricht der mich an. Da sage ich doch nicht, oh, naja, aber jetzt schreibe ich dem mal, dass der irgendwie auch mal 10 Kilo abnehmen könnte und irgendwie sich die Haare schneiden. Also, Ja. ja, wo ich mir immer denke, wo ist da der Schwerpunkt? Ja, das ist dieses Idealbild, was wir halt eben über diese Social Media Kanäle einfach vermittelt bekommen. Das macht es halt eben unheimlich schwer. Ja, auch für jemanden, der eben schon mal gesagt, dieses Beispiel mit diesem Fitness-Influencer, ne, diesen Einstieg zu finden, wenn ich halt eben weiß, ey, meine Benchmark, wenn ich mir die ranziehe, ja, das sind irgendwo professionelle Bodybuilder, Fitness-Menschen, die halt, ja, die leben auch permanent danach, die können aber auch danach leben. Ja, wenn ich das hobbymäßig mache, ja, und habe einfach nur einen guten Körper, ja, heißt ja nicht, dass ich unbedingt viel schlechter bin, dass ich von meinem Wissen her nicht viel weniger weiß, aber ich habe halt eben noch vielleicht andere Sachen noch drumherum, die es mir vielleicht gar nicht ermöglichen, in diese Wettkampffigur reinzukommen. Vielleicht war ich oder hätte ich es vielleicht geschafft, aber es macht ja auch ungesund sowas. Das ist ja immer auch noch so die Kehrseite, die man sehen muss, ne? So einen Körper mit dieser Disziplin zu erreichen, das birgt ja auch ganz viele negative Seiten mit sich. Ja, das sieht unheimlich gut aus, ja. Aber das hat ja auch eine Kehrseite. So, und deswegen, das muss man einfach differenzieren. Vielleicht auch als Hater für euch da draußen, ja, man muss das auch differenzieren können, ja. Warum nicht immer jeder genau so rumrennt, permanent, ja, weil es halt eben auch eine Kehrseite gibt, die halt eben auch dementsprechend ungesund ist. Vor allem, ich würde ja mal ganz gerne die Hater sehen. Ja. Heißt, das ist dann auch die Frage, haben die diese Figur? Oder eher nicht. Und ich weiß, dass auch sich mal bei mir Menschen amüsiert haben über irgendwelche Videos. Und ich mir dann dachte, das sind oft die, die sowas entweder gar nicht selber machen. Ja? Und dann denke ich mir, jemand, der jetzt hat, wie soll man sagen, der auf Social Media angefangen hat und irgendwann mal angefangen hat, sich das mit den Videos beizubringen oder mit den Lives, der weiß, wie schwierig dieser Weg ist. Der weiß vielleicht auch, welche Ängste man hat. Und wenn das einer super kann und sieht, dass ich einen Fehler mache und der ist den Weg vor mir halt da gegangen, das wäre eher jemand, der mir sagt, komm, ich zeig dir mal, wie es richtig geht. Na, bei dir sind so ein paar Sachen, die sind ein bisschen schwierig, aber ich helfe dir. Aber ich sag mal, jemand, der eigentlich in diese Hahaha und halt da wie witzig und mit blöden Kommentaren und so, das sind oft die, die gar nicht wissen, wie das ist, wenn man das macht und die es eben nicht besser können. Und ich denke mal, das ist dann wahrscheinlich auch mit diesen Sportinfluencern, sage ich jetzt mal, ne, oder mit diesem, also halt mit diesem Fitness, da ist dann die Frage, sind es wirklich Leute, die das selber machen? Das glaube ich nicht, weil die wissen, wie hart das ist, so einen Körper hinzutrainieren. Die wissen das auch, wie hart es ist, diesen Körper zu erhalten. Und ich glaube nicht, dass da einer irgendwelche Hasskommentare schreibt, sondern das sind dann entweder die, die eben nicht so einen Körper haben und die dann sagen, ha, der hat jetzt auch 3 Gramm Fett. Der ist kein Deut besser als ich. Also da denke ich, das sind oft eher die, die es eben nicht drauf haben. Entschuldigung, meine Meinung. Ja, absolut. Also, wie du schon, also jemand, der in dieser Branche erfolgreich ist, der das absolut gut vorlebt, er hat erstens keine Zeit, ja, sich um irgendwelche Leute zu beschäftigen und ein dummes Kommentar loszulassen, ja. So nach dem Motto, ich habe 1% Körperfett und ich hate jetzt alle, die über 5 haben. Ja, und setze mich Genau, dann. das war aber auch mal eine Variante, gell? Ich Genau. kann's, ich kann's, da, 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 da. Ja, es ist eher so wie. Das ist eher so, wie du schon gesagt hast, ne? Die ganz oben stehen, die es halt eben schon geschafft haben, die haben einfach den größten Respekt für jeden, der es einfach versucht. Ja, die ernten lieber Respekt, wollen lieber was mit dir machen, weil du es halt eben auch geschafft hast, statt dich halt irgendwie klein zu kriegen.
Ja. Ja, und Ja, das ist halt eben das. auch dieses Mentoring-Ding, ja. Ja, und ich Jemand. denke mal, auch das kann ja einer Betroffenen, also jemand, der halt da betroffen ist, helfen, ne? Also ich muss auch sagen, wo sich die ersten über mich quasi halt einfach amüsiert haben, da musste ich eben wieder auch an Hermann Scherer denken, muss ich sagen. Das war so, wo ich mir dachte, ah, ich habe Neider, das ist ja geil. Also es kam tatsächlich in dem Moment, also es war so ein Moment, also ich muss ganz ehrlich sein, also ein Moment kam schon, wo ich mir dachte, ouch, ja, so, Und dann kam aber schon dieses Wow, ja. Das ist ja schon mal, ist jetzt schon mal irgendwie nicht schlecht. Also ich denke mal, auch das darf man sich sagen oder auch überlegen, warum tut das jemand, ja? Wie gesagt, entweder weil sie neidisch sind oder Angst haben oder selber gern dort wären oder einfach keine Ahnung haben oder wie auch immer. Und da denke ich mir, das hilft einem dann tatsächlich da auch nicht auf diesen Zug so aufzuspringen und zu sagen, oh, jetzt haben mich aber nicht alle lieb. Und auch das übrigens darf man sich auf Social Media abgewöhnen. Weil ich kann den Beitrag aller Beiträge schreiben und es wird trotzdem, also wenn der jetzt an zigtausende Menschen ausgespielt werden würde, es wird trotzdem hunderte von Menschen locker geben, die den Scheiße finden. Also ich werde nie so schreiben, handeln, liven, Video drehen oder was auch immer können, dass das jeder spitzenmäßig findet. Also das funktioniert einfach nicht. Und auch davon darf man sich auf Social Media verabschieden, wenn man sich präsentiert. Ich habe einen guten Business-Kollegen, der hat mit seiner Freundin, die haben ihren ersten Hater gefeiert. Ja, also die haben das richtig zelebriert, haben die das, ja, mit einer Flasche Wein, gutem Essen, ja, und haben einfach drauf angestoßen, dass sie halt eben dann jetzt ihren ersten Hater haben und haben gesagt, oder die haben es halt eben so assoziiert, dass sie gesagt haben, wenn ich einen Hater habe, dann muss ich irgendwas richtig machen. Und deswegen einfach zum Anlass genommen, ja, da zu feiern. Ja, es ist auch eine Methode, damit umzugehen. Auf jeden Fall. Und ich denke mal, was man eben, also wir hatten ja, ich habe es vorhin schon mal ganz kurz angeschnitten, was natürlich, also es geht mir immer noch so, also ich weiß ja nicht, wie es dir geht, Dennis, aber in dem Moment, wo man auf Social Media ist und man postet irgendwas, ob das jetzt ein Live-Beitrag, Video, ist ja völlig egal. Und ich habe wirklich Beiträge, die laufen, sage ich mal, für meine Verhältnisse jetzt relativ gut. Ja? Und es gibt so Beiträge, die finde ich total super, die floppen. Also da habe ich keine Ansichten, keine Kommentare, keine Likes. Also das ist wirklich so, ne, der läuft wirklich so komplett ins Leere eigentlich. Und auch das ist etwas, da darf man lernen, also man muss auch immer überlegen, wofür tue ich, was ich tue. Also möchte ich jetzt Menschen helfen, dann habe ich vielleicht stille Menschen, die irgendwie zugucken, die kriege ich gar nicht mit. Ja, mache also oder bin ich nur auf Likes aus? Dann bitte Katzenvideos posten. Ja, die laufen immer noch am besten. Aber das macht ja oder halt irgendwas Dramatisches. Ne? Also es gibt ja auch wirklich Leute, die dann keine Ahnung über Tod, Krieg und Verderben irgendwie. Das läuft auch super. Also so Sachen laufen einfach, also es gibt wirklich so Sachen, wo man einfach weiß, da kriegt man zig Likes. Aber es ist halt die Frage, zahlt es auf dich und deine Marke ein? Und erreichst du damit das Ziel, was du erreichen möchtest? Nein, das erreichst du natürlich damit nicht. Ja, also, ja, wie du schon sagtest, Katzenvideos, ne? Also, wenn ich mit meinem Thema nach draußen gehe, weil es mir halt eben wichtig ist, weil ich den Leuten was teilen möchte, ja, sei es Resilienz, sei es halt eben Stress, dann ist es ja was mir wichtig ist. Und das ist auch das, womit ich ja auch helfen möchte. Und ein Katzenvideo hilft halt eben für 20, 25 Sekunden. Ja. Denn damit ist halt eben der Stress noch lange nicht bewältigt und dass die Wahrscheinlichkeit ist, dass ich beim nächsten Mal wieder in eine Stresssituation komme, ist auch zu 100% gegeben. Ja, vor allem, es ist ja auch neben dem Hater, ne? Also man muss ja sagen, auf Social Media, also ich habe mir das heute früh halt da gedacht, ich glaube, da muss ich auch unbedingt nochmal einen Beitrag drüber machen, was man alles machen soll, damit die Beiträge weiterkommen. Das ist ja klar, du musst es ja irgendwie so machen, dass deine Zielgruppe das toll findet, aber ich glaube, das weiß jeder, ne? Also es ist jetzt ja nichts, wo man sagt, oh echt, also ich muss das für meine Zielgruppe machen, oh, das wusste ich aber nicht, ne? Aber
Dann sollst du kurz schreiben oder lang schreiben. Und ja, nicht zu sachlich, aber auch nicht zu, also aber auch nicht mit zu viel Emotionen, ne? Und dann schon halt persönlich, aber nicht privat. Und dann denke ich mir, wenn ich, also ich habe langsam, wo ich mir immer denke, Gott, Kinder, es geht mir so auf den Geist. Also so dieses, das muss ich und das soll ich und dann ganz individuell, aber dann auch irgendwie nicht zu speziell und dann, na, so. Und dann hast du eben noch so dieses im Hinterkopf, mag das jetzt jeder? Was ist, wenn ich einen blöden Kommentar kriege? Also das kann ja auch auf Social Media in Stress ausarten. Und die zweite Sache, wo du ja auch halt gesagt hast, wo wir heute mal drüber sprechen, ist ja so, sage ich mal, so dieser Spagat zwischen, es ist stressig in Social Media und ich denke mal, das ist einfach manchmal tatsächlich so. Und ich habe vielleicht auch wirklich Leute, die mich doof finden. Und diesen Spagat zu schaffen, trotzdem weiterhin professionell zu bleiben und sich diesen Schuh nicht so anzuziehen. Und was kann ich da jetzt machen? Also wir haben ja vorher auch schon ein paar Sachen halt da genannt, denke ich, aber fällt dir noch was ein, was man machen kann, um diesen Spagat zu schaffen? Ja, also ich glaube, das Wichtigste, was wir auch schon gesagt haben, ist einfach für sich selber zu differenzieren. Ja, nehme ich das ernst? Kann man das überhaupt ernst nehmen? Ja, kann ich Hasi Pupsi 215 wahrnehmen in seiner Wahrnehmung, in seiner Präsenz mit seinem Winnie-Pooh-Bild? Möchte ich da überhaupt drauf eingehen oder lasse ich das Ganze halt eben einfach im Keim ersticken, was wahrscheinlich für mich, für meine Stresssituation am einfachsten wäre, weil jemand, der halt eben eine eigene Meinung hat, aber sich persönlich da äußert, ja, mit seinem Originalprofilbild, mit seinem Namen, das darf ich ernst nehmen, das kann ich auch ernst nehmen und darauf muss ich auch eingehen, ja. Alle anderen muss ich einfach differenzieren und mir sagen, wenn du halt eben nicht genug Eier in der Hose hast, ja, um mir deine Meinung zu sagen, dann bist du es halt eben auch nicht wert, dass ich da halt eben eingehe, meine Zeit dafür aufbringe, meine Nerven, die mir einfach zu schade sind dafür, in auch nur einer geringsten Art und Weise mit einzubringen. Ich würde an der Stelle auch den Tipp geben, wenn so ein Kommentar kommt, nicht unbedingt sofort darauf zu antworten, also außer es fällt einem irgendwas wirklich spontan ein, wo man sagt, ja, das ist es, ja. Aber ansonsten vielleicht auch mal sacken zu lassen, weil es ist manchmal wirklich leichter, ich sage jetzt mal, kurz vom PC weggehen, sich was zu trinken holen, erstmal die Gefühle wieder in den Griff kriegen, weil je emotionaler, also ich sage jetzt mal so, wenn jemand mich angreifen möchte und ich reagiere halt beleidigt, dann weiß mein Gegenüber, Treffer versenkt. Ja, also er hat halt getroffen. Wenn ich aber, ich sag mich mal halt gedanklich auf die Seite drehen kann und eigentlich anders reagieren kann und der Person, also dem Gegenüber so ein bisschen den Wind aus den Segeln nehmen, fahre ich wahrscheinlich leichter. Ja, aber das kostet vielleicht auch so einen Moment des Überlegens oder erstmal des wieder nach unten Kommens. Also ich weiß, ich denke, das kennt jeder, wenn man so ganz emotional ist, dann sagt man oder schreibt man vielleicht auch Sachen, wo man sich im Nachhinein denkt, wieso habe ich mich da, also würde ich normal nie so schreiben. Und wie du ganz am Anfang schon halt gesagt hast, es ist ja die Frage, zündet man dann noch eine Zündschnur oder hält man die noch am Brennen oder schafft man es, die im Keim zu ersticken? Aber dafür muss ich vielleicht manchmal auch erst die Emotionen wieder runterfahren und mein Hirn wieder einschalten. Ja, Ja. absolut. Ja, also das ist ja die einfachste Art, ja, das einfach sacken zu lassen. Ja, und wie du schon sagst, wenn ich da halt emotional drauf reagiere, dann steigert sich das natürlich emotional bei dem anderen natürlich auch auf und dann hast du nachher einfach eine Übereinanderkettung dieser Kommentare und halt eben diese Art Gefährdung, dass es halt eben ein Shitstorm wird. Das beste Beispiel dafür ist der sogenannte Drachenlord. Kennst du den? Nee? Der sogenannte Drachenlord, der hat mit einem Spiele-Account, ja, ist der halt eben live gegangen und hat dann halt eben da gespielt und hat dann die Kommentare bekommen und hat dann emotional darauf reagiert. Und dann hat das sich emotional nicht einfach nur bei einem mit aufgestaut, sondern halt eben bei ganz, ganz vielen. Ne? Und die haben nachher dem sein Haus auch belagert, beschmissen, ja. Wow. Ja, und dann war nachher ein ganzes Dorf in Aufruhr, ja, weil die Leute einfach bei dem vor der Haustür gecampt haben. Ne? Und dann hatten die anderen
Bewohner in diesem kleinen Dorf den ganzen Schmutz, den ganzen Abfälle, die Parkplatzsituation, weil sie das immer aufgeschaut haben. Und dann waren da immer hunderte von Leuten einfach vor dem seiner Haustür und haben den penetriert. Und das einfach nur, weil ich halt eben auf diesen Hate so emotional reagiert habe und dass sich das immer weiter aufgedröselt hat. Ja. Also Drachenlord für alle da draußen ist auf jeden Fall mal ein YouTube-Video wert. Ja, das war schon in ganz, ganz vielen Nachrichten. Sowas ist das Paradebeispiel dafür, wie Menschen ja, sein können im Internet. Ja, aber ich denke mal, was man, also, oh Gott, da fallen mir auch gleich ganz viele Sachen ein. Also erstens, damals, wo ich diesen, sage ich mal, blöden Kommentar habe mit dem Haha und wenn in China ne, eben halt ein Sack umfällt und so, dann habe ich habe dann tatsächlich erstmal, weil ich mir dachte, was ist das für eine bescheuerte Antwort, ja. Und dann habe ich zurückgeschrieben, ich hatte damals eine Verletzung am Fuß und ich glaube, das habe ich halt da gepostet und dass ich eben jetzt auch mal irgendwie so zur Ruhe komme. Ich habe es schon auf mein Thema halt bezogen, ne. Und dann kam aber eben irgendwie so ein blöder Satz und dann habe ich zurückgeschrieben, oh, das wäre jetzt aber schlecht, wenn der mir auf den Fuß fällt. Und dann war es auch eigentlich gleich rum. Aber ich glaube, das hätte ich im ersten Moment emotional nicht auf die Reihe gekriegt. Ne? Das ist schon mal so das Erste. Und das Zweite, was man, glaube ich, nicht vergessen darf, wir glauben immer, dass die Menschheit sich so ganz toll weiterentwickelt und wir hoffen das ja auch immer irgendwie. Aber und ich sage mal, wenn man sich alte Filme anschaut und man guckt so Hexenverbrennungen oder die Arena in Rom, also halt diese Arenen früher mit den wilden Tieren, das gab es ja nicht nur in Rom, ne? So. Und man denkt sich dann so, das ist ja schrecklich, wie konnten die Menschen das? Ja, also wie konnten die zugucken, wie irgendjemand verbrennt oder wie Menschen von Tieren zerfleischt werden? Und da muss man mal nur an einem Autounfall vorbeifahren, wo die Leute dann ja, wo mir auch wirklich schon Feuerwehrleute erzählt haben, es gibt Menschen, die krabbeln mit ihrem Smartphone ins Unfallauto, um Fotos zu machen. Was reitet mich da bitte? Ja? Oder auch, wir hatten hier in Bad Aibling, das ist schon einige Jahre her, ein Zugunglück. Und da gab es echt Leute, die Fotos und Videos gemacht haben, die in diesem Zug waren. Und das stelle ich mir immer so vor, dass dann jemand sagt, ah, bitte bluten Sie mal auf die andere Seite, so habe ich es hier nicht gescheit im Bild und jetzt nochmal gescheit schreien, weil sonst ist nicht so dramatisch. Und ich mir immer denke, also entweder wäre ich einfach selber unter Schock oder ich würde helfen, aber ich käme überhaupt nicht auf die Idee, da erstmal ein witziges Video zu drehen. Mhm. Und ich denke mal, solche Leute existieren einfach immer noch. Die würden sich auch Hexenverbrennungen anschauen. Ja, also ja. Die gibt es einfach immer noch. Also die Menschheit ist einfach so. Ja. Und das sind dann vielleicht auch die, die das geil finden, also Entschuldigung diesen Ausdruck, aber es fällt mir gerade kein anderer ein, die das geil finden, im Internet dann über andere einfach herzuziehen. Also dieses drüber zu stellen, über andere, also so dieses Leid von anderen irgendwie auszukosten. Also die gibt es einfach immer noch. Mhm. Ja? Und ich denke mal, das darf man sich klar machen. Wir leben eben nicht in einer Welt, wo jeder das Beste für den anderen will. Also du hast ja schon gesagt, das kann jetzt natürlich auch sein, dass der andere einfach ganz allein ist und ganz viel Leid hat. Die gibt's und dann gibt's halt, sage ich mal, auch sehr machtgeile Menschen, die das einfach super finden, ja, dass andere sich klein fühlen oder dass sie eben treffen, das finden die super und dazwischen alles andere auch. Na, also es gibt einfach so viele verschiedene Menschen und ich denke mal, auch das dürfen wir uns klar machen, dass wir, egal was wir tun, manchmal vielleicht einfach Pech haben und an so eine Pappnase halt geraten. Und dann muss man eben gucken, wie gehe ich damit um? Und es gibt wirklich ganz viele, die auch auf LinkedIn zum Beispiel dann schreiben, ich antworte und dann blockiere ich den. Na, also auch das ist ja eine Variante. Also ich kann diese Menschen ja aus meinem Dunstkreis entfernen. Ja. Und damit wären wir halt bei einem Thema, wie ich halt eben solchen Stressfaktoren entkommen kann. Ja, durch diese Differenzierung, ja, ist das ein Fake-Account, ist es kein Fake-Account, gibt sich da jemand preis? Ist nicht wichtig, löschen. Ja, würde ich auch mich gar nicht mit beschäftigen, ja, weil das ist es einfach nicht wert, ja, das ist es dir gegenüber nicht wert, deinen Nerven ist es gegenüber nicht wert und einen absoluten Mehrwert für deine Community hat das Ganze ja auch nicht. Ja. Ja, und damit du halt eben weiter einfach arbeiten kannst, um deinen Kopf halt eben frei zu kriegen, musst du die Sachen einfach irgendwo verbannen können, ja, und dann gibt es zum Glück heute auch genug Möglichkeiten, da dem Ganzen entgegenzuwirken. Ja, ja vor allem, ich denke mir auch, man kann auch mal gucken. Ich hatte jetzt zum Beispiel, es war auch sehr interessant, auf Instagram tatsächlich
hat mich eine angeschrieben, irgendwie mit, ich weiß nicht, mein Horoskop und sie würde mir das gern erstellen und so. Und ich habe ihr dann tatsächlich nochmal kurz zurückgeschrieben und dann kam halt echt, das war so geil. Ja, also bei mir, ob ich schon mal Probleme mit anderen Menschen hatte. Wo ich mir denke, wer hatte das nicht? Also, ne? So, was ist das jetzt für eine Frage? Ich so, ja, wer hatte das nicht? Und das war auf jeden Fall also ein Fake-Account, weil es hat manchmal in du geantwortet und manchmal in sie Ansprache. Ne? Und dann war so dieses, ja, und es gibt jemand in meinem Umkreis, der mir ganz viel Böses möchte und ich soll mich auf ein Blatt Papier, also ich soll meinen Namen auf ein Blatt Papier schreiben und Salz neben meinen Namen streuen und dann soll ich davon und dann soll ich auf jeden Fall barfuß sein und davon ein Foto machen. Und da musste ich echt schon schmunzeln. Und dann dachte ich mir, habe ich dann auch zurückgeschrieben, wovon soll ich jetzt ein Foto machen? Vom Zettel oder von meinen Füßen oder ne, worum geht es jetzt? Ja, vom Zettel mit mit dem Namen, wo ich mir dachte, meine Handschrift, mein Name, ja, wie blöd werde ich wohl sein? Und Ja. also, ne, ich habe dann halt geschaut und diese Frau, also es war eine Frau, gibt es tatsächlich, die hat eine Internetseite, aber bei der sind 5 oder 6 Instagram-Accounts. Also ich denke mal, die haben die halt gefaked. Ja? Und die versuchen dann halt an ein paar Menschen dran halt zu kommen und dann wird dieser Account halt gelöscht. Ne? Sowas halt da blockiere ich. Oder ich hatte auch auf LinkedIn, das hat mich echt schockiert, also was heißt schockiert, aber ich fand es krass, dass auf LinkedIn mir hat ein amerikanischer Mitbürger, wir haben uns ein paar Mal hin und her geschrieben und es war echt total interessant. Und dann hat er mir wirklich geschrieben, hat er mir ein Foto von irgendeinem Strand und wie toll es da wäre, mit mir Liebe zu machen im Strand, also auf diesem Strand. Und er hätte da jetzt echt schon ein paar tolle Ideen. Und ganz ehrlich, Leute, wenn euch sowas passiert, ich habe den halt gemeldet, weil ich finde es in einem, in einer, also bei einer halt geschäftlichen Plattform wie LinkedIn, ne, total also das geht nicht. Das ist total angebracht, wenn mir auf halt Facebook jemand schreibt, ach, du schaust so nett aus. Ich meine, ich denke, das kriegt jeder irgendwie tausendfach, ja. Aber auf LinkedIn, also alter Falter, und ich habe den halt gemeldet und dann auch blockiert. Und auch wenn das dir passiert und du findest, dass das zu sexistisch ist oder dass das wirklich voll unter die Gürtellinie geht, man kann diese Konten auch melden. Ja, also auch, ich sag mal, jeder, der auf Social Media unterwegs ist, hat sich an bestimmte Rahmenbedingungen zu halten. Und wer da weit über die Stränge geht, der muss dann halt auch die Konsequenzen tragen. Und dann wird das Konto zur Not halt komplett irgendwie halt da gesperrt. Aber ich melde die. Also wenn mir das zu krass wird, die melde ich. Ja, definitiv. Ja, also das ist das Beste, was man machen kann, weil das ist ja dann nicht nur bei dir einfach der Fall, sondern man muss einfach Angst haben, dass es halt eben auch bei anderen der Fall ist. Ja, und diese Betrüger, wie du sie da auch schilderst, ja, also man fragt sich halt immer, wer fällt da eigentlich nachher am Ende so wirklich drauf rein. Und es ist halt mal belustigend, dann wirklich zu sehen in den Nachrichten, ne, dass da wirklich dann die eine oder andere dann da Ägypten, ja, da auf einmal einen Monat ist und dann bringst du da jemanden mit, ja, der sie über alles liebt, ja, nach einer Woche. Finde ich schade, ja, aber solange es halt eben, ja, aber es gibt halt eben Menschen, die sehen sich so sehr danach, dass solche Betrüger halt eben auch damit erfolgreich sind, ja. Und Ich deswegen ist finde auch immer Facebook immer so dieses, wenn du einen Kommentar kriegst, ah, ich möchte so gern dein Freund sein, aber ich konnte dir keine Freundschaftsanfrage schicken. Schick doch du mir eine. Klar. Das wollte ich immer schon mal lange machen. Aber was ich tatsächlich mal krass fand, ich habe ich sag mal von einer Freundin, also die kenne ich tatsächlich auch privat, eine Nachricht bekommen, so, ah, du, Peter ist tot und guck mal hier, ich habe da irgendwie so die Todesanzeige. Und dann dachte ich mir, wieso schreibt die nicht, woran ist der gestorben? Na, aber es war wirklich gut halt gemacht. Und ich habe ihr dann eine WhatsApp-Nachricht geschickt. Und habe dann geschrieben, du sag mal, hast du mir gerade was auf, also hast du mir gerade eine Nachricht geschickt, auf halt Facebook war das, glaube ich, auch. Und dann hat sie geschrieben, nein, nein, um Himmels Willen. Dann habe ich gesagt, du gib das an deine Bekannten weiter, dein Konto wurde gehackt. Ja? Und das war wirklich gut. Und ich glaube, da passiert es dann schon, dass man auch mal draufklickt, wenn man sich denkt, oh Gott, ich kenne den, ne? Und Peter und um Himmels Willen, weil ich würde tatsächlich jetzt auch einen Peter kennen von damals noch.
Aber man wird ja mittlerweile da echt vorsichtig, zum Glück. Ne? Aber es gibt ja welche, die noch nicht so die Erfahrung haben und die klicken dann drauf und dann ist ihr Konto halt auch dahin. Ne? Ja. Das ist eine mit der schlimmsten Form, die einen persönlich erreichen kann, wenn einem der eigene Account gehackt wird oder wenn einem der eigene Account kopiert wird. Ja. Ja, weil das ist dann Identitätendiebstahl. Und was dann halt eben passiert und was auch damit nachhängt, ja, da kann man sich wirklich einfach nur glücklich schätzen, halt eben gute Freunde zu haben, die halt dann sagen, ey, das bist nicht du, wir müssen das melden, dass dein Konto gehackt worden ist oder hier, da gibt es ein Duplikat, das müssen wir melden, das muss hier runter, das bist nicht du, weil sowas zerfrisst noch mehr, finde ich, jemanden, ja, das ist die größte Schweinerei, die einem eigentlich passieren kann, ja, dieser Identitätendiebstahl. Ja. Und ich denke mal eben auch, also was ich finde, was man wirklich auch gegen Hass und so weiter machen kann, ist, bleib bei dir, schau zu, was du als Botschaft nach draußen bringen möchtest und schütze dich vor allem selber. Und ich glaube, da haben auch viele, wo man sich denkt, kann ich da jetzt wirklich gleich so krass halt so dagegen vorgehen? Also wie gesagt, wenn jetzt mir einer nur eine blöde Nachricht macht, das melde ich nicht mehr, den blockiere ich einfach. Ja, aber wenn es dann wirklich über eine Grenze geht, dann melde ich dieses Konto. Und ich denke mal, auch da darf man so viel sein und sich selber zu beschützen. Selbstfürsorge ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn man auf Social Media unterwegs ist. Genau. Ja, jetzt würde ich sagen, wir kommen vielleicht mal so langsam zum Ende. Dennis, weil du mein Gast bist, darfst du jetzt noch irgendwas Schlaues von dir geben, was du gerne noch sagen möchtest und dann werden wir es mal beenden. Ja, einfach an die Menschen da draußen. Sorgt einfach für genug Sicherheit, ja, schützt euch selbst. Ja, fangt an halt eben die Sachen zu differenzieren, um halt eben auch euren Stresslevel unten zu halten. Sichert eure Konten gut ab, ja, dass kein Identitätendiebstahl stattfinden kann. Prüft euch regelmäßig, gebt euren Namen ein, ob es nicht irgendwelche Accounts gibt, die ähnlich heißen, die irgendwelche Bilder von euch verwenden, etc. Das ist einfach nur Selbstschutz, weil wenn ihr es nachher irgendwie durch Zufall rausfindet, kann es vielleicht halt eben schon zu spät sein, ja, und dieser ganze Stress, der dann mit übereingeht mit Anwalt, mit Polizei und ich muss dann noch meinen Freunden schreiben, ey, hier, guck mal, hier ist ein Fake-Account, bitte meldet den, damit das schnell wieder verschwindet. Das ist ja alles Zeitaufwand, das ist alles Sachen, das möchte man nicht haben. Ja, man hat einfach genug, glaube ich, mittlerweile im Leben zu tun, was stressig für jemanden ist und dann darf man solche Sachen gerne vermeiden und ja, deshalb ist Sicherheit einfach ein großer Punkt. Und gerade wenn man dann in der Sichtbarkeit ist, ja nochmal umso mehr. Vielen, vielen Dank. Was mir jetzt gerade noch in dem Zusammenhang eingefallen ist, ist, dass mal auch die vielleicht manchmal so ein bisschen spitze Kommentare schreiben, auch mal überlegen, was ist mein Ziel mit diesem Kommentar und warum habe ich das? Also gut, ich weiß, dass das wahrscheinlich für umsonst ist, weil sonst würden sie es nicht machen. Aber auch da mal überlegen, weil es gibt, glaube ich, auch manchmal welche, die unabsichtlich vielleicht ein bisschen zu scharf schreiben, weil sie gerade einfach einen schlechten Tag haben. Also auch mit den Kommentaren kann man vielleicht nochmal drüber nachdenken, was man da gerade tut. Ja, das wäre ein guter Appell an alle Hobby-Hater da draußen und Internet-Rambos, ja. Überlegt euch, was ihr da einfach jemandem auch antun möchtet. Ja, das ist ja eine bewusste Entscheidung, was ihr jemandem antun möchtet. Und umso schöner ist es natürlich auch, Freunde zu haben, die einen dann da unterstützen, um auch da einfach diesen Stresslevel unten halten zu können. Deswegen danke an alle guten Freunde da draußen, die man hat. Und für eure Hilfe. Super, dann dir vielen Dank, Dennis, dass du dir die Zeit genommen hast, heute mit mir zu talken. Danke an alle, die zugeschaut haben oder es im Replay noch anschauen. Und dann wünsche ich noch einen schönen Tag. Bis in 14 Tagen. Ciao. Ciao.